Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück, der alte Winter in seiner Schwäche zog sich nach Offenbach zurück. Ja, wir stehen ja auf dem Eisernen Steg, meine lieben Freunde, und da geht's nach Offenbach. Da die Richtung, ja, wo man eigentlich gar nicht hin wollen. Aber da geht's nach Offenbach und auch zur Gerbermühle. Und diesen Weg, den hatte Goethe damals vor Augen, als er den Osterspaziergang schrieb. Denn wenn Goethe nach Frankfurt kam, da besuchte er Johann von Willemer. Das war ein Freund von ihm. Und der war verheiratet mit einer Balletttänzerin, Marianne von Willemer. Das war so ein It-Girl zur damaligen Zeit, also die Manuela Mock der damaligen Zeit. Und Goethe hat sich natürlich in die verliebt. Natürlich, der alle, ne, wollen wir jetzt nicht sagen, was da war, weiß keiner genau. Ne? Aber diese Marianne, das war seine einzige Muse, wo man sagen kann, die man auch mal als Mitautorin bezeichnen kann. Denn, das ist erwiesen, Verse von ihr kommen im westöstlichen Divan vor, einem seiner Spätwerke. Ja, und diese Frau von Willemer, ja, also, nicht offiziell, ne, aber auf dem Sterbebett hat sie einen Sohn der Gebrüder Grimm, das ist jetzt kein Märchen, ne, da davon erzählt. Ja, und später wohnte Marianne hier im Haus zum Roten Männchen, das ist hier drüben, da, ja, wo jetzt der Neubau steht, am Pfarrtor. Und das Erdgeschoss, das hat sie an einen Kaufmann vermietet. Und und da ging ein anderer Dichter in die Lehre, Friedrich Stolze, damals 17 Jahre. Und die Frau von Willemer hat den Stolze immer versucht zu überreden, hör auf damit, kümmere dich um deine Schreiberei, das ist doch viel besser. Hat ihm öfters mal Geld zugesteckt, damit er das machen konnte. Ja, und das ist ja das Faszinierende daran, denn als junges Mädchen war sie die Muse von Goethe und als ältere Frau unterstützte sie Friedrich Stolze. Und das ist diese Verbindung zwischen unseren beiden großen Dichtern hier in Frankfurt. Das war die Frau von Willemer. Ja, wie gesagt, Gerbermühle, Eiserne Steg, das Haus zum Rote Menschen. Und von hier verabschiede ich mich mit den letzten Zeilen von Goethes Osterspaziergang. Aber wäre schön, wenn ihr diesen Osterspaziergang nachgeht. Natürlich nur zum Zweit. Ihr habt ja jetzt verschiedene Stellen in Frankfurt und Frankfurts Geheimnisse gesehen. Und ihr schickt mir eure Bilder, fotografiert euch zu zweit immer da, wo ich auch die Führung gemacht habe. Ihr schickt mir die Bilder und es gibt was zu gewinnen. Erster Preis, 2 Karten für die neue Stadtführung von mir, Frankfurts Geheimnisse, 2 Plätze. Zweiter Preis, das Häschen mit Mundschutz. Und als dritter Preis, ups, was eine Verschwendung. Dritter Preis ist die Rolle Klopapier. Alles klar? Und deswegen sage ich zufrieden, jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Tschüss.